Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Ich habe heute schon in den Neuigkeiten gesehen. Es ist ein neuer Skin wieder da. Wie es freitags üblich ist. Freitags und Sonntag kommen ja meistens neue Skins immer rein. Und ja, wir schauen uns den jetzt mal an. Also ich würde sagen, wir beginnen mit dem blauen Skin, mit dem Facetten-Skin und dem Geoden-Rucksack. Der Skin an sich sieht eigentlich ganz nice aus. Ich glaube, den Charakter gibt es noch gar nicht als anderen Skin. Ich finde, er sieht eigentlich ziemlich nice aus. Bisschen schlanker auch wieder, ein bisschen so Ninja-mäßig schon so. Gefällt mir auf jeden Fall mit Backpack. Ist nice. Dann haben wir die Knochenwespe mit so einem riesigen Schwert als Backpack. Das Schwert sieht echt cool aus, finde ich. Ja, gefällt mir auf jeden Fall. Der Skin an sich ist... Hat irgendwie mehrere Jacken an und sieht schon ein bisschen strange aus, irgendwie mit diesen hölzernen. Es sieht so ein bisschen aus wie so angemaltes Holz als Gesicht. Ist in Ordnung, ist jetzt aber nicht mein Favorit. Dann haben wir den Urstachel als Pickaxe. Hat einen ganz netten Sound, sieht ganz nett aus, ist in Ordnung. Dann haben wir noch gehörnte Jäger. Ja, vorne schön mit so Wespenstacheln in überdimensional riesig. Der Gleiter an sich sieht aber echt ganz nice aus. Das ist auch ein blauer Gleiter. Gefällt mir auf jeden Fall. Dann haben wir hier das Aufseher-Set mit dem Fate-Charakter und hinten der Kugel des Unheils als Backpack. Das Backpack sieht eigentlich echt ganz cool aus. Das Skin an sich auch, nur ich finde für 2000 V-Bucks ist er ein bisschen teuer. Dann haben wir Schicksalsrahmen. Ist jetzt nichts allzu Besonderes. Spaltflügel ist ein ganz netter Gleiter, wobei es den auch schon verschiedene Ausführungen gibt. Und da gibt es bessere Ausführungen als den Gleiter hier. Ja. Dann haben wir den Tiefseeschrecken-Charakter. Ist auf jeden Fall. Das Backpack gefällt mir hier mit der Animation. Allerdings ist es auch schon wieder ein etwas breiterer Charakter. Ist aber auch, glaube ich, ein relativ seltener Charakter. Ist ganz nett. Das ist in Ordnung. Dann haben wir Hexagon mit einer animierten Lackierung. Wird hier mal so eine Lichtwelle, die da drüber geht. Ist jetzt aber auch nicht allzu Besonderes. Wobei es eigentlich tatsächlich auf der Pump ganz witzig aussieht, weil man hier nur die Streifen so hat. Ja, ist in Ordnung. Jeden Fall. Ist jetzt aber auch nicht die beste Lackierung. Dann haben wir die Wüstendominiererin. Ist eigentlich auch ein ganz netter Skin. Ist jemand wieder ein No oder so ein klassischer Skin ohne wirklich besondere Sachen dran. Sieht aber trotzdem eigentlich ganz cool aus. Mit so einer Camo-Hose. Ja. Dann haben wir als nächstes noch Pop-Sternchen. Ja, ist auch in Ordnung. Dann haben wir noch Hüpflama. Es finde ich ein richtig witziges Fortbewegungs-Mode. Vor allem, wenn man das mit einem Roboter macht, sieht das schon ziemlich witzig aus. Ne? Ist auf jeden Fall ganz nice. Und dann haben wir noch Tropenschnitt. Finde ich, hätte eigentlich auch einen ganz coolen Sound und sieht in einem schlichten Schwarz ganz cool aus mit diesen schönen silbernen Schneidflächen. Das war's dann auch schon mit dem Shop-Video. Wir gucken uns nur noch kurz das Rettet die Welt-Lama heute an. Wenn euch die Videos gefallen, würde ich mich über ein Abo freuen. Check gerne meine anderen Videos aus, falls ihr Hilfe bei den Challenges braucht. Ich habe dazu ein ganzes Video gemacht, also beiden Challenge-Paketen. Ein ganzes Video. Ich würde mich über Feedback freuen. Und ja, das war's mit dem Video. Anhänger-Lama ist in Ordnung, wenn hier drin zumindest ein legendärer Überlebender ist oder ein mythischer Anführer der Überlebenden. Sind beides ganz gute Sachen, die man daraus bekommen kann. Ist auf jeden Fall in Ordnung, das Lama. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.